Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Wie Sie sehen, heute geht's um Geschenke. Ich habe gedacht, wir müssen mal ein bisschen was Unterhaltsames machen. Und was bietet sich da besser an als der Überfluss in der Armut? Und das Kapitel, das ich heute lese, heißt Von Knete, Mäusen und Gestenken. So, Gestenken. Oder Lass die fremde Katze nicht ins Haus. Fundamentalistisch? Keineswegs. Wenn ich froh bin, dass der Keramik-Osterhase von der Fensterbank gesprungen ist, bevor mein damaliger Liebster ihn mir offerieren konnte, so hat das triftige Gründe. Ich habe 20 Umzüge, eine Haushaltsauflösung und eine Halbierung hinter mich gebracht, bei einem weiteren Dutzend Umzügen und Haushaltsauflösungen assistiert und im Zuge dieser Aktionen in Buchstaben 5.423 ungeliebte Präsente entsorgt und zu entsorgen geholfen. Dennoch bin ich nicht grundsätzlich gegen Schenken und Geschenke. Über vieles kann oder würde ich mich freuen und einiges könnte ich dringend gebrauchen. Generell geeignet ist alles, was sich wieder verflüchtigt. Also grüne Fresskörbe, pure Naturkosmetik, hausgemachter Sirup und fair gehandelter Bio-Kaffee. Bitte vorerst keine Marmeladen, Nudeln und Kräutertees. Als ich mein Essen bei der Armentafel holen musste, ließen mitfühlende Menschen mir so viel davon zukommen, dass ich mit dem Verkauf locker eine Ich-AG hätte aufmachen können, was ich jedoch nicht durfte, weil ich schon vorher selbstständig gewesen war, also so etwas wie eine Ich-AG bereits gewesen war. So zehre ich heute noch von diesen Spezereien. Doch auch nachdem ich dem Restetisch entronnen war, war ich, zumindest phasenweise, eher arm. Einladungen in die Oper, vor allem Mozart und Verdi, ins Museum, Kino, Konzert, Theater, Restaurant, am liebsten indisch, in den Biergarten oder in die Sauna, weiß ich zu schätzen. Oder müsste ich sagen, wusste ich zu schätzen, denn jetzt, nun ja, auch gut sind oder waren Gutscheine, deren Einlösung im Alleingang erfolgt. Bei der Kosmetikerin zum Beispiel oder beim Friseur. Na gut, Friseur. Da sind doch wir gut dran, die schon bei Hartz IV gelernt haben, sich die Haare selber zu schneiden. Für ein Jahr Friseur, nicht Friseur, sieht's noch ganz gut aus, oder? Wenngleich Unternehmungen zu zweit noch weitaus vergnüglicher sind als Alleingänge. Was praktische Dinge angeht, so habe ich einst, nachdem meine Mutter mir meine erste Waschmaschine spendiert hatte, eine Polka mit dem Installateur getanzt. Aber ich kriege immer noch Zustände, wenn ich an das Teil aus dem Baumarkt denke, das ich mal von einem Mann zu Weihnachten bekam. Es wird später noch die Rede davon sein. Ich weiß, es liegt an mir. Trotz langjähriger, serieller Armut bin ich nicht leicht zu beschenken. Modeschmuck, Ohrringe sind so ziemlich der einzige Schmuck, den ich trage. Mein Kleidungsstil ist eigenwillig und mit der Einschätzung meiner Lieblingsfarbnuancen tun andere sich mitunter schwer. Dessous? Ja. Na gut, dass der Einzige, der je versucht hat, frühlingsfarbene Spitzen-BHs in Größe 70A zu finden, kläglich gescheitert ist, lag nicht an ihm. Sowas führen halt nur Miederwarenläden in Mailand und Yokohama. Parfum! Parfum. Ja, aber ein kleiner Flakon von gestylter Verkäuferinnenhand, Jasmin, einem Kerl zur Probe unter die Nase gewedelt, verströmt in der Duftboutique möglicherweise ein überzeugenderes Odeur als später dann hinter meinem süßen Ohr. Noch komplizierter wird die Angelegenheit, wenn das Produkt tierversuchsfrei werden soll. Bücher?
sofern sie nach Lektüre weiterwandern dürfen, nur zu. Sonst eher nicht. Seit ich daran mitgewirkt habe, eine 4000-Bände-Bibliothek aufzulösen. Und ich sage euch, die Antiquariate nehmen nix. Akzeptiere ich nur noch Bücher auf Durchreise. Mit Einschränkungen. Keine Psychoratgeber mehr, keine Politiker- und Schauspielerinnenbiografien, keine Motivationsbreviere, keine Science-Fiction-Romane und keine Krimis. Ich verstehe die Auflösung sowieso nie. Und damit sind wir auch schon am Ende der Liste. Rauschgoldengel, Osterlämmer aus Salzteig, Holznikoläuse, Krims und Krams, Plüsch und Kruscht. Bitte nicht. Ich gebe alles zurück. Oder ich habe das getan. Und ich muss sagen, ich habe auch schon zumindest einen Menschen damit sehr verletzt. Es ist nicht nett. Aber es ist manchmal auch schwierig. Wenn man ein rosafarbenes Designertäschchen bekommt und gerade bei Hartz IV ist, was soll man dann damit machen? Wann meine Geschenkeaversion ausgebrochen ist? Kurz nachdem meine Tochter mich zum ersten Mal angelächelt hat. Da besaß sie schon mehr Schmusetiere als Strampelhosen. Während sie mit ihren Zehen spielte und ich mir beim Ausfüllen von Anträgen auf Unterhaltstitel und Sozialbeihilfen einen Tennisarm zuzog, füllte sich das Kinderzimmer mit Spieluhren und Spielesammlungen, mit Hasen und Bären und Monchichis, mit kletternden Clowns und klingelnden Babytelefonen, mit Bällen und Flummis und Bauklötzen und Legosteinen, mit spitzen Plastiksteckern, die Narben an meinen Fußsohlen sieht man heute noch, mit ökologischen Buntstiften, billigen Tuschkästen und giftigen Filzern, mit Knetgummi und Schleimis, jene Wackelpudding-ähnliche Masse, die man fleckenfrei von der Wand kratzen kann, nachdem man damit um sich geworfen hat. Mit Puppen und Puzzleteilchen, mit Figürchen aus jedem den und denkbaren Material, mit Bilderbüchern und sprechenden Malbüchern, mit Märchen- und Kinderliederkassetten, mit Sandspielzeug, Schlümpfen und Schlampermäppchen, mit Barbies und Barbiebedarf, mit buntem Mist, mit 1 Million Objekte, von denen einige wenige großartig waren und der Rest in mindestens vierfacher Ausführung meine Wohnung zumüllte. Ich weiß nicht, wie der Krempel in mein Haus kam. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich ihn abends verstaut habe. Und als ich Einspruch erhob, war es schon zu spät. Das geliebte Schmuseschäfchen meiner Tochter, tja, das durfte eines Tages hochbetagt und frisch gewaschen, sogar mit zur Studienexkursion ins ferne Ausland. Die übrigen Plüschtiere wurden an einem lang zurückliegenden pubertären Tag in Schachteln und Kisten auf dem Dachboden zwischengelagert. Dort blieben sie. Am Ende waren es Mäuse, die das Problem für uns lösten. Ich hätte gern mehr Mäuse gehabt. Auch solche. Und so war ich heilfroh, als Tante Anna mir ein Krönchen spendiert hat. Ein Zahnkrönchen. Nein, ich habe nichts gegen Geschenke. Ich halte es nur für kontraproduktiv, wenn wohlmeinende Leute ein Kind mit sinnlosem Teuerkram überhäufen, während die Mutter von Heizkosten, Nachzahlungs-, Abrechnungs-, Albträumen heimgesucht wird. Nachdem Tochter das Abi in der Tasche und die gemeine Hausmaus den Kuscheltieren, zumindest den meisten, einen stinkenden Gar ausgemacht hatte, zog ich aufs Land. Zweck Kostenreduzierung. Kaum hatte ich 130 Faltkartons ausgepackt und mich vom Hexenschuss erholt, machte ein Wasserrohrbruch meine romantische Zufluchtsstätte unbewohnbar. Noch so ein Umzug? Ich rang mich zu einschneidenden Maßnahmen durch. Was nicht davongeschwommen oder angemodert war, also ohnehin nicht mehr mitzählte, reduzierte ich auf die Hälfte. Exakt. Alles und jedes. Aktenordner, E-Geräte, Töpfe, Pfannen, Messer, Vasentisch und Bett- und Unterwäsche, Schrauben, Knöpfe, Mobiliar, Weihnachtsflitter, Schönheitstiegel, Osterfummel und CDs, Fotoalben, Bücher, Bilder, Kleidung, Schuhe, 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 naja, Schuhe. Schuhe. Oje. Und oje, 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 oje. Etwas Geschenktes.
zu verschenken, zu verkaufen, zu versteigern oder gar zu entsorgen. Es ist irgendwie, als entledigte man sich der Person, von der es stammt. Wer gibt schon gern Freunde und Verwandte beim Sperrmüll ab? Man kommt sich herzlos dabei vor. Barbarisch. Gabenrückgabe, wie gesagt, erfordert Mut und kommt nicht immer gut an. Eine Schulkameradin hat mir mal was Selbstgenähtes geschickt. Sie ist Profischneiderin, wusste von meiner chronischen Notlage und wollte mir was Gutes tun. Aber in dem wirklich hübschen, duftigen Kleidchen sah ich aus wie auf dem Weg zum Pfarrhausfasching. Und obwohl es mir hochnotpeinlich war, sagte ich die Wahrheit und schickte es zurück. Die Senderin oder Spenderin hat's mit Humor genommen. Anders ein angeheirateter Cousin, der mir mal einen 2x2 Meter großen Bildkalender verehrt hat. Wahrheitsgetreu schrieb ich ihm, dass die Wände meiner neuen Wohnung kaum größer seien als seine Windjammer-Kunstdrucke, die ich daher leider nicht aufhängen könne, und fragte höflich, ob ich zurückschicken solle oder an Bedürftige weitergeben dürfe. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Verbannung aus dem Familiensystem endet in anderen Kulturen unweigerlich mit dem Tod der Geächteten. Geschenkverweigerung ist potenziell lebensgefährlich. Bei armen Menschen wird sie zudem oft als grober Undank gewertet. Gleichwohl verweigere ich mich der heuchlerischen Entgegennahme. Denn die Schenkerei ist keineswegs immer nett. Sie wird bewusst oder unbewusst zu allerlei unlauteren Zwecken eingesetzt. Bestenfalls ist sie ein Symptom von Zuneigung, Liebe oder Aufmerksamkeit. Manchmal Mitleid. Oft eine menschliche Reflexhandlung. Macht man halt so. Schlimmstenfalls grenzt sie an Diktatur und Psychoterror. Jeder kennt die Geschichte von Tante Ernas scheußlicher Vase auf dem Kaminsims. Lässt man sich leichtsinnig unbedacht auf Geschenke ein, so droht Bevormundung bis hin zu lebenslanger Überwachung. Durch Tante Erna. Die scheußliche Vase muss da stehen. Die Schenkeritis ist oft neurotisch, hat zwanghafte Züge und enthält unmissverständliche Aufforderungen, heimliche Kommentare und unheimliche Beurteilungen. An einem sonnigen Tag vor dem Wasserschaden schenkte meine Landhaushauswirtin mir ein gerüschtes Blumendeckchen für meinen frisch lackierten, hübschen, weißen Gartentisch. Die Botschaft lautete: Binde deine Haare zusammen. Frühstücke, bevor die Sonne aufgeht. Heirate die Männer, mit denen du ausgehst. Zieh eine Kittelschürze an. Tritt dem Hasenzuchtverein bei. Sitz nicht schreibend an deinem nackten Gartentisch, sondern arbeite, was ordentlich ist. Lass die fremde schwarze Katze nicht ins Haus. Schrubb die Treppe, geh zur Beichte und schaff dir endlich einen Farbfernseher an. Geschenke sprechen eine deutliche Sprache. Das Silberkettchen von Tom legt sich vielleicht wie eine Python um deinen zarten Hals. Und die teure Küchenmaschine mit integriertem Fleischwolf brüllt dir beim Gemüseschnetzeln zu, dass Tante Lisbeth dich für eine miserable Hausfrau hält, weil du Hackfleisch schon immer gehasst hast. Wenn dir jemand Deo schenkt, handelt es sich mutmaßlich um eine Beleidigung. Und wer wirklich mit der Bohrmaschine aus dem Baumarkt spielen wollte, dürfte klar sein, oder? Der Mann, der sie mir schenkte. Schwamm drüber. Ich bin sie später an meine dübelnde Tochter losgeworden. Sie war es übrigens, die meinen Geschenkestreit fundamentalistisch nannte. Ich nahm es mir zu Herzen und Geschenke wieder an. Ein knappes Jahr darauf suchte ich eine Tauschbörse auf und tauschte einen Koffer voller unbrauchbarer Angebinde gegen eine Druckerpatrone. Nicht schlecht, wenn man gerade ALG-2 bezieht, aber eigentlich natürlich nicht Sinn der Sache. Nein, ich bin nicht stur. Den töchterlichen Glücksbringer trage ich stets bei mir. Care-Pakete großherziger Menschen sind praktisch wie emotional mitunter die letzte Rettung und ich habe keine Hemmung gehabt, niemals Hemmung gehabt, sie anzunehmen. Und selbstgestrickte Wollsocken sind einsame Spitze. Überhaupt, die besten Geschenke kamen aus unerwarteten Ecken.
Die schlimmsten kamen von Männern. Das unselige Utensil aus dem Baumarkt, ein Kaktus, ein Schokoladenherz, das beim Auspacken bereits einen Sprung hatte, eine kratzige Wollmütze, ein Buch über Ökonomie mit der liebevollen Widmung für mehr Erfolg als bisher, ein anderes mit dem Titel »Weil du arm bist, musst du früher sterben«, das Buch gibt's wirklich, ihr könnt nachschauen, und nach einer berauschend erotischen Adventszeit, muss ich es sagen, ein paar Hanteln. Wieder was aus dem Baumarkt. Ich war in Therapie deswegen. Ich will nichts Bleibendes mehr. Und keine Schokoskulpturen. Seit mir bei der Armentafel Schokonikoläuse zu Ostern angeboten wurden und Zuckerguss-Osterhasen zu Weihnachten, bin ich da irgendwie besonders empfindlich geworden. Trotzdem, mit einer fernen Freundin tausche ich regelmäßig Geburtstagspäckchen aus. Ich schicke öfter zurück als sie. Vermutlich ist sie nur höflicher. Spannend immer wieder. Uns würde was fehlen, wenn wir es ließen. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, meine BAföG-Studententochter mit etatüberschreitenden Luxusartikeln wie einer wirklich wetterfesten Windjacke zu überraschen oder mit einer Harem-Seifenmassage im türkischen Hammam. Für WG-Mitglieder zaubere ich Himbeer-Tiramisu und meinem Herzensmann backe ich Marmorkuchen, bei dem man das vegan nicht herausschmecken kann. Absichtslos hingemurmelte Wünsche überhöre ich selten. Ich freue mich, wenn ich irgendjemanden zu irgendetwas einladen kann. Aber ich habe auch schon in höchst kunstvoller Verpackung gar nichts verschenkt. Mal, weil ich keine Idee und mal, weil ich kein Geld hatte. Warum so viele den Weihnachtsgabengraus mitmachen, obwohl fast alle darüber stöhnen? »Na, man muss nur schauen, was die Leute sich miteinander schenken«, sagt meine Freundin Frau Lieber dazu. »Dann weiß ich genau, was ihnen fehlt.« »Engel und Kerzen? Warum? Weil haben sie keinen Bezug zu ihren Schutzengeln und weil fehlt ihnen die Erleuchterung. Und sie's waren? No, weil sie sind sauer. Und Düfte, weil stinkt ihnen ihr Job. Und Essen und Trinken, joi, viel zu viel, weil dürstet und hungert ihre Seele. Und kaufen die Weiberleut heilige Familie für Krippe, weil sehnen sie sich nach heiler Familie und stellen sie Krippe mit Ochs und Esel unter Baum, weil haben sie alter Esel zu Haus, was sauft und blöde Kinder, die was Drogen nehmen. Zugegeben. Manchmal habe ich es übertrieben. Nach einem fröhlichen Kindergeburtstag habe ich Barbie und Ken auf dem Flohmarkt verkauft. Mit ausdrücklicher Erlaubnis meines Töchterchens und für einen recht guten Preis. Dumm war nur, dass die Schenkerin mich eine Woche später darauf angesprochen hat. Ich habe meine beschämend unglaubwürdige Notlüge nie zugegeben und ihr nie die Wahrheit gesagt. Es wohnten schon 5 Barbie-Paare bei uns und ihre Besitzerin war aus allen Schuhen rausgewachsen. Immerhin, einmal ist es vorgekommen, dass ich ein unerwünschtes Geschenk später doch noch schätzen lernte. Als eine Mitbewohnerin nach dem Studium summa cum laude auszog, stiftete sie ihren alten Schwarz-Weiß-Fernseher meiner damals 7-jährigen Tochter, voller Mitleid mit deren tristem, TV-freiem Kinderleben. Na schön, dachte ich. Die 3 Programme, die der Kasten drauf hat, werden schon keinen Schaden anrichten. Tags darauf brachte die Kleine mir den Schraubenzieher zurück. »Mama, ich habe alle Programme eingestellt.« Was soll man machen? Hin und wieder, zumal ich mangels Kleingeld und Betreuungspersonal kaum ausgehen konnte, guckte ich auch. TV, Fernsehen, Television. Traumhochzeit zum Beispiel. Kennt das noch jemand?
Traumhochzeit, wie war ich dann immer so zufrieden mit meiner gemütlichen Sperrmüll-Patchwork-WG-Wohnküche? Denn nach der Sendung musste das Siegerpaar ja immer irgendwas mit nach Hause nehmen. Die Schlafzimmer waren noch unerotischer als die Küchen. Gespannt saßen meine Tochter und ich wieder einmal vor der kleinen Kiste. Was würden Stenko und Alenka bekommen, das Hauptgewinner-Brautpaar des Abends? Der Superpreis, verborgen hinter 5 Meter hohen Stoffbahnen, nahm die halbe Bühne ein. Die Spannung stieg. Untermalt von pompösen Fanfarenklängen hob sich langsam der flammend rote Riesenvorhang und die nette Moderatorin mit dem holländischen Akzent verkündete enthusiasmiert und laut und deutlich: »Und hier, liebe Alenka, lieber Stenko, hier ist euer Hochzeitsgestenk!« »Hochzeitsgestenk!« »Ha, ha, ha!« »Manchmal«, Können sogar Geschenke, die man nicht bekommt, mit chronisch rezidivierender Armut, versöhnen. Ja, eben. Ich wünsche euch fröhliches Geschenk in Empfang nehmen und viele schöne kleine Wunder. Jetzt kommen wir zu Arm und Reich vor 8. Heute ist das Thema weiter so. Seit Januar 2021 stehen alleinstehenden Bedürftigen ab dem 25. Geburtstag 446 Euro monatlich zu, wenn sie ALG II beziehen. Hinzu kommt ein Mietkostenzuschuss bis zur Höhe der kommunal festgelegten Obergrenzen, die fast überall um einiges unter denen liegen, die zum Wohngeldbezug berechtigen. Ausgaben für pandemiebedingte Sonderausgaben sind bis heute nicht in die Sätze eingepreist worden. Asylbewerber bekommen noch geringere Hilfen. Die geringen Sätze begründet die Bundesregierung unter anderem damit, dass Betroffenen Strom und Möbel als Sachleistung gestellt würden. Auch in diesen ebenfalls sanktionierbaren Leistungen sind keine Corona-Mehrkosten enthalten. Laut Bundesagentur für Arbeit befanden sich im März mehr als 2,9 Millionen Familien im Hartz-IV-Bezug. Rund 61.000 mehr als ein Jahr zuvor. 2,9 Millionen. Die Zahl der Personen in sogenannten Bedarfsgemeinschaften wuchs demnach binnen Jahresfrist um 75.000 auf gut 5,7 Millionen an, von denen allerdings nur 5,45 Millionen leistungsberechtigt waren. Bei den etwa 250.000 Menschen ohne Leistungsansprüche dürfte es sich vor allem um Kinder von Alleinerziehenden handeln, deren Kindergeld und Unterhalt den Regelsatz übersteigt. Insgesamt lebten im März rund 1,8 Millionen Kinder in Haushalten, die sich mit Hartz IV über Wasser halten müssen. Darüber hinaus befanden sich laut Daten des IFO-Instituts München im März noch etwa 2,7 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Das waren 8% aller Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job. Die BA hatte im vergangenen Monat fast 1,2 Millionen Arbeitslose für den Rechtskreis des Arbeitslosengeldes I erfasst, von denen aber nur gut 1 Million tatsächlichen Anspruch auf die Versicherungsleistung hatte. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. meldete Ende April, der Mindestlohn ist in Deutschland pro Stunde definiert. Ein Monatseinkommen hängt allerdings sowohl vom Stundenlohn als auch von der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden ab. Empirische Analysen zeigen, dass der Anstieg des Mindestlohns für viele Beschäftigte, vor allem in Minijobs oder in Teilzeit, mit einem Rückgang der Arbeitsstunden einhergeht. Außerdem sind von Armut betroffene Haushalte häufig nicht die, die vom Mindestlohn profitieren, wodurch der Effekt des Mindestlohns als Instrument zur Bekämpfung von Familienarmut sehr begrenzt ist.
Aus dem im Mai vom Bundeskabinett verabschiedeten Aktionsprogramm Aufholen nach Corona 2 Milliarden Euro für 14 Millionen Kinder und Jugendliche, 9 Milliarden für die Lufthansa. Heribert Prantl, Journalist der Süddeutschen Zeitung, schreibt: Sozialverbände warnen, dass die steigenden Wohnkosten ein Armutsrisiko darstellen. Über 1 Million Haushalte in den Großstädten haben schon jetzt nach Abzug der Miete weniger Geld zum Leben, als wenn sie den Hartz-IV-Regelsatz bekämen. In den vergangenen 30 Jahren verminderte sich der Bestand an Sozialwohnungen von gut 4 Millionen auf deutlich weniger als 1,5 Millionen. Geblieben aber sind die Menschen, die solche Wohnungen brauchen. Die Zahl der verfügbaren Sozialwohnungen ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken, obwohl die Zahl der Anspruchsberechtigten steigt. Es werden viel zu wenige Wohnungen gebaut, es fehlt in erster Linie an bezahlbarem Bauland. Die steigenden und horrenden Grundstückspreise sind der zentrale Grund, warum die Mieten und das Bauen so teuer geworden sind. Der Finanzkapitalismus hat den Satz »Eigentum verpflichtet« auf seine Weise ergänzt. Zu nichts, außer zur Gewinnmaximierung. Eigentum verpflichtet zu nichts als zur Gewinnmaximierung. Bis zum nächsten Mal.